Und damit herzlich willkommen zu diesem Hand-Showdown-Jahresabschluss. Nein, es ist nicht nur Hand-Showdown, es ist der generelle Jahresabschluss auf meinem Kanal. Ja, also nicht wundern, im Hintergrund läuft nur Hand-Showdown einfach so, damit im Hintergrund überhaupt irgendwas läuft. Eigentlich geht es hier primär darum, einfach mal zu erzählen, was dieses Jahr los war, mich zu bedanken und die Wünsche und Hoffnung fürs nächste Jahr zu verkünden. Genau, ich hoffe, dass dieses Video noch rechtzeitig erscheint, denn ich nehme dieses Video ganz kurz spontan auf. Heute ist 28.12., heute ist eigentlich der Tag, wo Folge 500 auf meinem Kanal kommen sollte. Ich dann aber gesehen habe, dass YouTube Folge 500 nicht richtig verarbeitet hat. Ich gerade in dem Zeitpunkt gerade Folge 500 neu hochlade und euch verkündet habe, dass heute noch 501 kommt und ja, dass Folge 500 dann dementsprechend morgen kommt. Aber wenn dieses Video kommt, ist das schon wieder alte Soße für euch. Deswegen. Ja, als allererstes, ich habe ein paar kleine Notizen gemacht. Ich will hoffen, dass ich an alles denke, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Verzeiht es mir, das wird dann in irgendeinem anderen Video bestimmt mal nachgeholt oder ich hänge es hinten dran oder ich weiß es noch nicht. Momentan ist es ein One-Take, was ich alles aufnehme, deswegen schon mal im Vorhinein Entschuldigung dafür, dass ich vielleicht mich wiederhole. Das kommt mir vielleicht nur wieder mal vor, dass ich Sachen vielleicht irgendwie in eine Länge ziehe, weil ich mich wiederhole und das schon 30 Millionen Mal gesagt habe. Aber dann denke ich mir, ich habe es noch nicht oft genug gesagt. Deswegen, erst einmal, Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Dankeschön, dass ihr das ganze Jahr und noch viel länger schon dabei seid. Super an alle, die neu hinzugekommen sind, an alle, die treu dabei bleiben, die sich jeden Tag über Hand freuen. Mittlerweile, beziehungsweise momentan, kommt ja jeden Tag Hand. Das wechselt auch immer mal wieder durch. Manchmal kommt alle zwei Tage Hand, manchmal kommt jeden Tag Hand, je nachdem, wie gut ich dazu komme, Thumbnail zu machen und so, weil die ganzen Sachen zu rendern und so, das geht eigentlich, weil ich schmeiß die dann irgendwann an, schmeiß die alle ins Renderprogramm, lade die alle im Hintergrund hoch, kann ich auch meistens nachts machen. Das Problem ist dann meistens immer nur noch die Thumbnail zu machen, weil ich muss in die Folgen nochmal reingucken, okay, was war da, was war in dieser Folge, was war in jeder Folge. Und deswegen, Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und ja, fürs Schauen überhaupt, ne? Dankeschön auf jeden Fall, vielen Dank. Ja, wie gesagt, momentan kommen ein paar mehr Videos, weil die Zeit es momentan bei mir zulässt, dass ich mehr Videos bringen kann. Ich habe auch, wie ihr vielleicht auch schon seht, so andere Videos noch mit zwischendrin in Hand, weil ich habe halt auch Bock auf andere Sachen gegenüber Hand. Hand ist ein cooles Spiel. Ich spiele Hand immer noch ultra gerne, in letzter Zeit wieder, weil ich momentan wieder so eine neue Kombo in Anführungszeichen ausprobiere und denke, oh cool, läuft gerade mal wieder. Seht ihr zumindest dann in den Winter Blood and Ice Glow, so heißt der Winter Event. Die Folgen werdet ihr es dann sehen, zumindest in den letzteren. Und ich habe halt auch zwischendurch auch mal Bock auf andere Spiele, auf irgendwelche Demos, will ich mal ausprobieren. Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein ganz klassisches Let's Play. Habe ich auch schon so lange nicht mehr gemacht. Ich habe sogar noch ein Let's Play, mindestens eins auf der Platte. Mal gucken, wann ich es rausbringe. Weiß ich noch nicht, wie es zeitlich passt, weil ich habe, wie gesagt, momentan drei Videos. Und drei Videos ist für mich schon, wo ich sage so, oh. Weil ich bin schon immer zeitknapp und dran, immer noch die Thumbnails dafür jeden Tag zu machen und ne, mich dazu durchzuringen und alles. Und aber da es momentan zeitlich dazu passt, geht's. Nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Da wird sie privat ein bisschen was ändern und deswegen kann es auch manchmal vorkommen, dass vielleicht Hand auch wieder nur alle zwei Tage kommt und dann ist es vielleicht auch nur Hand. Ne? Dass dann erstmal alle anderen Let's Plays erstmal wieder wegfallen. Deswegen, ich wollte jetzt erstmal alle Let's Plays, die ich so auf der Platte hatte, jetzt auch mal langsam rausbringen. Vielleicht sind einige auch schon ein paar Wochen oder ein paar Monate alt, dass die mal irgendwann Mitte des Jahres halt aufgenommen wurden. Und ich dachte, ach guck mal, das habe ich auch noch auf der Platte rumliegen. Musste doch mal langsam bringen. Deswegen ist momentan vielleicht auch ein bisschen mehr auf meinem Kanal los. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Wie gesagt, falls es euch nicht interessiert, einfach nicht gucken. Und was euch interessiert, ja, könnt ihr gerne reingucken. Mache ich ja genauso bei anderen auch, die Let's Plays zum Beispiel hochladen. Das interessiert mich nicht so, und dann gucke ich das und das. Ne? Deswegen sollte, glaube ich, für jeden irgendwie was dabei sein. Ja. Wie ihr vielleicht am Anfang, bis ihr mal bei einigen Videos schon immer gemerkt hattet, die relativ spontan kamen, wie zum Beispiel die Blood and Ice Videos, YouTube braucht halt ein bisschen, bis die Videos verarbeitet werden. Wie ich auch schon mal euch schon öfters mal erzählt hatte oder so, ich nehme halt die Videos alle in 1080p auf und ja, in Hand ist es momentan immer noch so ein bisschen am Ruckeln manchmal und selbst Dragoon hatte auch die ganzen Lags, obwohl er eine bessere Grafikkarte drin hat und so und ich habe keine Ahnung, was es liegt. Ich hoffe einfach nur, dass sie es mal irgendwie gefixt bekommen.
Deswegen bin ich auch schon extra hingegangen, habe meine ganzen FPS auf 48 limitiert, damit meine Grafikkarte zumindest nach oben hin noch ein bisschen Spielraum hat und dass die ganzen Sachen nicht so laggen. Es läuft zumindest gefühlt für mich besser, anstatt ich es dann irgendwie auf 60. Ich will auch, wie gesagt, die Grafik nicht runterstellen, weil es dann doof aussieht. Weiß ich nicht. Also ich will dann immer noch die... Klar ist es doof, die Grafik komplett hochzustellen bei irgendwelchen Multiplayer-Shootern, so, weil normalerweise sind halt immer die Leute im Vorteil mit mehr FPS. Klar, Skill spielt da auch noch mit ein, aber deswegen, aber ich will es halt auch nicht für YouTube komplett runterbrechen. Ja, und deswegen rendere ich die ganzen Sachen halt auf 48K, auf 4K hoch. Dafür braucht YouTube aber dann halt auch dementsprechend irgendwie so 48 Stunden. Und deswegen gibt es am Anfang vielleicht einige Videos, die sind bei mir nur in Anführungszeichen 1080p verfügbar. Die sollten dann aber ein paar Stunden später dann auch in 4K verfügbar sein. Deswegen nicht immer wundern, aber YouTube braucht man dementsprechend ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, also momentan habe ich ein bisschen mehr Zeit, um mehr Videos zu bringen. Und ich will euch am besten auch immer auf dem aktuellsten Stand halten, falls es mal wieder weniger Videos werden sollten. Falls mal wieder Hand nur alle zwei Tage kommt oder was da gerade generell los ist. Wie gesagt, momentan macht mir ja Hand so gesehen auch viel Spaß. Und alles deswegen, ja. Positives und Negatives von 2020. Boah, ganz schwer zu sagen. Ich habe mir gestern schon mal so Gedanken gemacht, so was ist Positives und Negatives passiert. Positives ist auf jeden Fall, mein Kanal ist gut gewachsen. Mein Kanal ist gut gewachsen, also für meine Verhältnisse. Ich kann euch gerne mal hier einen Screenshot einblenden. Da seht ihr zum Beispiel die Statistik vom 01.01. bis zum 27.12., also bis gestern. Wo ich das also am 28.12. nehme ich das Video hier auf. Da seht ihr, wie viele Aufrufe ich insgesamt hatte, wie viel Wiedergabezeit ich hatte und wie viele Abonnenten ich zubekommen habe. 131 Abonnenten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist viel. Also ich bin sonst immer so bei 500 knapp rumgedümpelt und jetzt bin ich bei 131 und ja, geschätzter Umsatz könnt ihr auch sehen. Das ist nie ausgeblendet von mir, ne? Aber ja. Ich habe halt keinen Umsatz, deswegen steht da halt geschätzter Umsatz ist halt durchgestrichen, weil bei YouTube, für die einen oder anderen, die es halt nicht wissen, du musst halt, glaube ich, 1000 Abonnenten haben und mindestens 5000 Stunden Wiedergabezeit. Ich bin momentan bei knapp 9800. Also von der Wiedergabezeit wird es bei mir hier mehr als doppelt so viel passen, aber die Abonnenten halt nicht. Deswegen, Werbung kann ich nicht schalten. Ich weiß auch nicht, ob ich Werbung schalten will. Also, keine Ahnung. Weil ich mag selber keine Werbung auf YouTube. Deswegen, ja, keine Ahnung. Also wenn ich mal 1000 Abonnenten habe, vielleicht schalte ich da mal eine Werbung. Falls ihr keine Werbung gucken wollt, macht der Adblock an. Bums, hat sie die Sache auch wieder gegessen. Also, ne, alles kein Problem. Ne? Deswegen, da habt ihr zumindest mal so einen kleinen Einblick bei mir, wie es bei mir auf jeden Fall in den letzten, beziehungsweise in diesem Jahr so passiert ist. 63.735 Aufrufe, das ist... Ne, das haben andere auf ein Video, das habe ich auf das ganze Ding und ich finde es krass. Ich finde es halt wirklich krass. Ich bin jetzt kein großer YouTuber oder so, im Gegenteil. Aber ich finde es halt krass, weil es für mich ist ein Hobby. Ne, mir macht halt Spaß und so und ja, deswegen. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr muss ich gucken, wie es aussieht. Da kann auch gerne mal irgendwie passieren, dass vielleicht auch manchmal alle zwei Tage kein Video kommt oder so. Ich kann es nicht sagen. Dann... Habt da zumindest jetzt noch ein paar Videos mehr und die Videos, die da jetzt zum Beispiel nicht schauen können, weil halt einfach zeitlich nicht hinterherkommt, weil es gibt ja Tage, da kommen zwei Handfolgen am Tag, dann könnt ihr die ja dann nachholen oder so. Ich bin jetzt bei über 500 Handfolgen, bei über 500 auf jeden Fall, dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, die ihr dann immer noch mal gucken möchtet oder sollt oder, nee, sollt ihr nicht, aber könnt, deswegen, genau, eine andere Sache ist noch. Dankeschön, auf jeden Fall. Vielleicht weiß der eine oder andere das noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ihr mich zum Beispiel irgendwie anders unterstützen möchtet und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt kein großartiges Geld, ich möchte auch kein Geld haben von euch. Deswegen gibt es auch bei mir so kein Abo-Button oder, nicht ein Abo-Button, wie heißt denn hier, Donation-Button unterm Dings oder irgendwo oder irgendwas. Falls ihr mich aber trotzdem irgendwie unterstützen möchtet und ihr hin und wieder mal vielleicht bei Amazon irgendwas kauft oder so. Würde mich freuen, wenn ihr dann irgendwie so den Link unter den Videos, unter jedem Video ist irgendwo ein Amazon-Affiliate-Link, einmal nur draufdrücken, sollte der Cookie, glaube ich, für 30 Tage, wenn er die nicht manuell löscht, gespeichert bleiben bei euch im Browser und wenn er irgendwas bei Amazon kauft, ja, kriege ich halt irgendwie so ein paar Cent ab, je nachdem, was ihr euch holt oder so. Ihr zahlt nicht mehr, ihr könnt halt nur andere damit unterstützen und genau,
Deswegen, falls ihr da Bock zu habt oder so und dies gerne machen möchtet oder wollt oder so, könnt ihr euch auch gerne irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeine Bookmark reinpacken. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ne? Ich habe verschiedene Streamer bei mir zum Beispiel extra gebookmarkt, so gesehen, mit dem Affiliate-Link. Und dann gucke ich so, den habe ich, ich will jetzt bei Amazon was holen. Ach, bei dem habe ich schon länger nichts mehr geholt oder so. Dann klicke ich halt da drauf, damit halt das Cookie halt dann gespeichert wurde und dann hole ich halt Sachen, damit ich halt hier und da mal wieder irgendwelche Leute unterstütze. Ne? Deswegen, also falls ihr das gerne machen möchtet, könnt ihr dies gerne machen. Wie gesagt, ist unter jedem Link, beziehungsweise unter jedem Video, was ich bei mir auf dem Kanal habe, irgendwo drunter in der Beschreibung drin. Der eine oder andere macht sogar, beziehungsweise nutzt auch den Link. Ich kann euch ja, ich hatte eigentlich mal vorgehabt, irgendwie so ein Video zu machen, so ein generelles, okay, was wurde eigentlich bei mir so im letzten Jahr so gekauft bei mir drüber oder so. Ich kann euch ja gerne mal die meisten Sachen zeigen. Ich habe jetzt ein paar rausgenommen, aber die meisten Sachen kann ich euch gerne mal zeigen. Die kann ich ja jetzt mal ganz gerne hier einblenden. So. So. Das erste zum Beispiel, was jetzt geholt wurde, war zum Beispiel Dankeschön. Das über erstmal generell das Dankeschön für die Leute, die über meine Links halt holen. Und falls mal öfter so was vorkommen sollte, dass Leute darüber irgendwas holen sollten, mache ich auch gerne öfters mal solche Videos. Oder ich kann auch mal gerne das irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeine Spielshow verpacken oder so. Oder keine Ahnung. Oder andere Leute müssen raten, was die Sachen kosten. Oder so was, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie mit Böte zusammen oder mit Dragoon oder keine Ahnung. Nee, irgendwie so. Aber momentan kann ich euch gerne erstmal so die Sachen zeigen, weil, ja, ist mir gerade mal spontan so eingefallen. Denn gekauft wurde, wie gesagt, ich kann nicht sehen, wer was gekauft hatte. Ich kann nicht sehen, in welchem Zusammenhang die ganzen Geschenke stehen. Beziehungsweise die ganzen Bestellungen, sondern ich sehe halt nur, was gekauft wurde. Und wie gesagt, mehr sehe ich nicht. Das, was ihr jetzt seht, sehe ich eigentlich auch. Genau, das war's. So, gekauft wurde zum Beispiel unter anderem Master of the Universe. Ja, danke. Das ist cool. Ich glaube, Böhne hat mir auch mal davon erzählt gehabt. Der kennt sich da, glaube ich, aus, Böde. Kann da bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Master of the Universe war noch ein bisschen so von meiner Zeit. So ganz leicht. War so ganz leicht noch von meiner Zeit. Und, oh, weiß ich nicht, habe ich mich als Kind halt nicht so wirklich für interessiert. So, ja. So, das nächste, was gekauft wurde, war das Survival für die Hosentasche Lexikon. Also für jemanden, der gerne ein bisschen am Survival ist, ist auch ein bisschen was für mich. Also jetzt nicht in Wirklichkeit, sondern eher im In-Game, irgendwie in DayZ oder Miscreated oder so. Dankeschön für die Person, die sich das Buch gekauft hat. Und ich wünsche, aber ich hoffe, es hat sehr viel Spaß gemacht. So, was gibt's denn sonst noch? Was Oma und Opa noch wussten, so haben unsere Großeltern Krisenzeiten überlebt. Okay. Also mit irgendwie so Sachen einkochen oder irgendwie was anpflanzen. Auch ein cooles Buch. Also ihr könnt gerne Sachen darüber kaufen, weil dann sehe ich mal so neue Sachen, wo ich denke so, oh, das sieht aber interessant aus. Ne, vielleicht ist da irgendwas bei, wo ich mir so denke so, das könnte ich mir eigentlich auch mal holen. Weil ich vielleicht noch so gar nicht kannte oder, ne? Also das könnt ihr gerne mal machen. Wie gesagt, ich sehe es nicht, von wem es ist oder irgendwie, es gibt keinerlei Bezug zu euch. Es ist nichts nachvollziehbar. Also braucht ihr keine Angst haben oder so. So, was wurde denn sonst noch geholt? Der, was? Chuckit. Was ist das? Es wurde ein Chuckit-Gummiball gekauft. Das ist, okay. Ja, dann viel Spaß beim Ballspielen. Ist das für ein Hund? Kann man damit, ist das für, ich weiß es nicht. Ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat gut hingehauen. Beziehungsweise, es hat Spaß gemacht, mit dem Ball zu spielen. So, was wurde denn sonst noch geholt? Der Zündstein-Feierstil. Ein Zündstein. Mhm. Okay, ja, ja. Mhm. Also auf jeden Fall irgendwie geht es dieses Jahr mehr in Richtung Survival. Also, was Oma und Opa noch survivalt haben, dann noch das Survival-Buch, dann der Zündstein. Okay, so, was gibt's denn sonst noch? Ein Akku-Kabel, AC-Monokabel. Mhm. XLR. Achso, da sind XLR-Stöcker dran. Achso, jetzt sehe ich es gerade. XLR zur Klinke. Achso. Ja, ich hätte mir euch immer noch Bild angucken sollen. Und nicht oben nur den Text lesen. Ja, hoffe, das hat auch super hingehauen. Wünsche sehr viel Spaß damit. Und so. Was wurde noch gut? Yum-Yum-Suppen. Instant-Nudelsuppen mit Ente. Ich muss ja einen sagen. Die esse ich auch regelmäßig. Das ist ja.
Die esse ich auch regelmäßig. Ja, Dankeschön für die Person, die es sich da gekauft hat. Für 17,99 momentan. Okay, die sind echt momentan teurer geworden. Also normalerweise kosten die weniger. Normalerweise kosten die so um die 13,50 ungefähr. Weil ich die eigentlich auch mal regelmäßig hole. Dankeschön dafür. So, was wurde noch geholt? Eine Vollstahlaxt mit Kopftasche. Ja, geht wieder in Richtung Survival. Also nach dem ganzen Survival, nachdem man hier mit dem Zündstein das Buch angezündet hat und man vorher noch mit der Axt einen Baum zerhackt hat, muss man sich eine Entensuppe machen. Ja, dann viel Spaß mit der Axt und ich hoffe, die Axt hält lange durch. Sieht aber doch stabil aus eigentlich. Also, obwohl sie nur 116 Bewertungen hat und nur so 4,5 Sterne. Nee, 3,5 Sterne, ich sollte doch richtig gucken. Egal. So, viel Spaß damit. Was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch ein natürlicher Feuerstarter. Chemikalienfrei, was ist das denn? Ach, auch zum Survival. Ach, damit kann man... Ah, auch ein Survival-Ding. Mhm. Gut. Wie gesagt, das... Ich weiß nicht, ob es als dieselbe Person ist, aber... Ja, dann viel Spaß auch noch beim Feuer machen. Okay, ja. Das ist echt interessant. Müsste man sich echt mal angucken, weil sowas kann ich halt auch null. Wie man damit Feuer macht oder so ein Feuerstarter-Ding? Für 2,91 €. Ein Stück Holz am Seil. Okay. So, was wurde denn noch geholt? Es wurde noch ein Cat7-Kabel gekauft. Ein Cat7-Kabel ist schön. Ist schön abgedichtet bzw. abgedämpft. Und ja, 100 Gigabits, 600 Megahertz LAN-Kabel. Wie viele Meter haben wir? 10 Meter. Ja, schönes, dünnes Kabel. Kann man, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Also, kann man, glaube ich, gut gebrauchen. Kann man gut gebrauchen. Und erst recht, wenn es noch so dünn ist, kann man es eigentlich auch gut verlegen, würde ich sagen. Ja, dann sehr viel Spaß bei diesem Produkt. Ich hoffe, es hat auch gut hingehauen. So, was wurde denn noch geholt? Es wurde noch eine originale Spiralschneider-Gemüsespaghetti im Handumdrehen dank Spirali 2.0 Profi-Küchenhelfer gekauft. Cool. Damit kann man Spiralenessen machen. Ja, okay. Ja, warum nicht? Also, habe ich mir jetzt noch nicht Gedanken darüber gemacht, meine Sachen in Spiralenform zu machen, aber gibt es bestimmt nur die ein oder andere Anwendemöglichkeit. Ich kann auch gerne die ganzen Links zu den ganzen Produkten auch nochmal hier in der Beschreibung packen. Dann könnt ihr auch nochmal draufklicken. Wie gesagt, sind dann auch nochmal die Affiliate-Links, falls ihr selber Bock zu habt, die ganzen Sachen und seht, oh, das sieht aber interessant aus, das möchte ich mir auch nochmal holen. Ne? Deswegen, ich packe es euch gerne auch nochmal in die Beschreibung rein. So, was wurde noch geholt? Ein Corsair-Speicher, 3200 MHz. C16er. Ja, wie viel haben wir geholt? 2x8. Ja, kann man nichts sagen. Als ich meinen Arbeitsspeicher damals noch gekauft habe, war die so schweineteuer gewesen. Das war so Anfang 2018. Und Anfang 2018 war der Arbeitsspeicher noch richtig teuer gewesen. Da hätte ich mir auch gerne 3200er geholt, aber die waren halt, boah. Deswegen habe ich momentan bei mir im Rechner immer noch 2400er drin. Weil die anderen waren einfach so schweineteuer gewesen, aber mittlerweile sind die echt wieder so günstig geworden. Naja, aber extra einen neuen Arbeitsspeicher für mich zu holen, lohnt sich eigentlich auch nicht. Deswegen, ja. Dann hoffe ich mal, dass der Arbeitsspeicher seine Dienste leistet. 2x8 GB kann man zum Zocken auf jeden Fall sehr gut verwenden. Ich habe momentan 32 bei mir drin, aber auch nur, weil ich auch nebenbei noch render. Also nicht beim Zocken, aber rendern, Thumbnails und alles, wenn man das zusammen macht. Ja, da reicht normalerweise 32 GB Arbeitsspeicher schon lange nicht mehr aus. So, geholt wurde natürlich auch noch 100 Meter Natur-Jute-Schnur-Deko-Kordel für Hangetikett. Grußkarte-Geschenk. Mhm. 100 Meter Kordel. Oh, gut. Dann, verpack schön deine Sachen. Die Axt zum Beispiel. Oder, den Arbeitsspeicher. So, was wurde noch geholt? Ein M2. Oh, ein M2-Riegel. Schön, schönes Ding. 1 Terabyte. Steht leider kein Preis dran, weil die momentan irgendwie nicht lieferbar sind. Kostet aber hier laut Seite 151,22 € plus kostenloser Versand. Kannst du eigentlich, ja, also für M2-Riegel kannst du eigentlich gar nichts sagen. Hoffe, dass da genug Spiele, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, 1 Terabyte, ich bin gerade überlegen. Doch, könnte man für Betriebssystem und dann nochmal aufteilen für Spiele extra, ja. Und man eigentlich eine Partition drauflegen. Zumindest kann man sich dann einmal hier Modern Warfare installieren. Hier Call of Duty. Den
ne? Ihr wisst, was ich meine. Den 250 Gigabyte Part von Survival, nicht Survival. Ich komme nicht drauf, Battle Royale, das wollte ich sagen. So, das war das Wort. Gekauft wurde natürlich auch noch die Elgato Cam Link 4K. Das Ding ist auch schön. Das Ding ist auch schön. Ja, wenn man sich mal irgendwann, wenn man sich mal irgendwann eine Cam zulegt, wird dieses Ding gar nicht mal so schlecht. So. Ich glaube, ich werde da auch mal irgendwann bestimmt drauf zurückkommen. Mal gucken. Mal gucken. So. Was wurde denn noch geholt? Es wurde noch geholt. Jumo Spiele GmbH, Jumo 19.171, The Toy Shop, 1000 Pieces. Das ist ein Puzzle. Ein 1000 Stück Puzzle, ein 1000 Teile Puzzle. Okay. Puzzle sind eigentlich auch cool. Ich hab lange keine Puzzle mehr gehabt. Ich habe wirklich lange keine Puzzle mehr gehabt. Was ich momentan... Eine Sache, die ich momentan sehr gerne mache, um so ein bisschen runterzukommen, beziehungsweise so ein bisschen zum Entspannen. Was ich früher mal gerne gemacht habe, war Lego zusammenbauen. Lego ist aber das Problem, wenn Lego einmal zusammengebaut ist, hast du es hier rumstehen. Und du kannst es nicht normal neu zusammenbauen. Und das steht halt einfach schon rum. Ist halt cool und schweineteuer. Aber eine andere Sache, die man halt cool machen kann, die ich momentan sehr gerne mache, sind zum Beispiel mit Bügelperlen. Ja. Falls ihr Bügelperlen nicht kennt, einfach mal wieder googeln. Vielleicht kennt ihr noch von früher und sagt, ach, Bügelperlen, ja stimmt, da war mal was. Könnt ihr mal googeln. So teuer sind die eigentlich bei Amazon gar nicht. Da hole ich mir meistens immer so ein Paket. Und das macht ultra viel Spaß. Es gibt so viele coole Vorlagen, die ich dann durchgehe und denke, boah, das willst du machen und das. Und das ist halt echt auch schön entspannt. Dann die ganzen Farben raussuchen, da was zu kombinieren und so. Ne? Hört sich vielleicht erstmal unspektakulär an, aber doch, zum Entspannen ist es echt schön. Ne? Und Puzzeln ist bestimmt auch wieder cool. Ja, aber ich habe auch lange nicht mehr gepuzzelt. So, was wurde noch gut? Noch ein Puzzle. Okay, noch ein 1000-Teile-Puzzle. Dann hoffe ich, damit auch sehr viel Spaß gehabt zu haben. Und, ja. Ich habe halt immer Angst bei so einem Puzzle, wenn da irgendein Teil fehlt. Du bist ja schon lange am Suchen, mir fehlt halt irgendwie ein Teil. Was passiert dann eigentlich? Kannst du die dann anschreiben? Schicken die dann ein neues Puzzleteil zu? Mir fehlt Puzzleteil 791. Keine Ahnung. So. Was ich natürlich auch noch geholt wurde, war dieses Jahr Einweghandschuhe. Schwarze Einweghandschuhe. Die edlen. Die edlen schwarzen Einweghandschuhe. Die sehen cool aus. Ja, besser als die weißen. Ja, Größe L. Boah, müsste eigentlich passen auch bei mir. Ja. So, was ich noch geholt habe. Oh, schön. Ein sehr schönes Produkt. Ein Raspberry Pi 4 Modell B mit 4 GB. Schönes Produkt. Wer sich mit einem Raspberry gar nicht auskennt oder so, es gibt ultra viele Sachen, die man damit machen kann. Ich habe momentan bei mir einen Raspberry 3 B, glaube ich. Boah, ich glaube, ich müsste einen 3 B haben. Und da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Unter anderem kann man da auch sich ein Pi-Hole drauf installieren. Wenn man ein Pi-Hole nicht kennt, einfach gerne mal nachgoogeln. Ist zum Beispiel für Werbung und Tracker im Netzwerk rauszufiltern. Generell im Netzwerk. Alles, was im Netzwerk bei dir angeschlossen ist, kann rausgefiltert werden an Werbung, ob es ein Smart TV ist, ob es irgendwelche Smart Home Objekte sind, die man halt gerne mit irgendwelchen Namen anspricht, ohne jetzt spezifisch auf irgendwelchen Sachen einzugehen. Oder Handys, Smartphones, Tablets, alles, was im Laden drin ist, wird zum größten Teil die Werbung halt rausgefiltert. Klar, einige Sachen kommen halt immer noch durch, weil die halt anders funktionieren, aber funktioniert super. Kann ich auf jeden Fall berichten. Und man kann da super auch sich ein VPN drauf installieren mit OpenVPN. Dann bist du auch gleich die ganze Zeit, wenn du unterwegs bist, noch in deinem eigenen Laden. Und dann wird die Werbung auch noch unterwegs auf deinem Handy rausgefiltert. Verrückte Sachen ist das. Ne? Man kann da so viele Sachen mitmachen. Und jetzt sogar noch mit dem Raspberry Pi 4, ich glaube, da kann man sogar noch zwei 4K-Monitore anschließen. Also das Ding ist ultra stark. Und hier hast du auch wirklich alles mit drin. Also, ja. Wer sich schon immer überlegt hatte, sich so ein Ding zu holen und weiß aber noch nicht genau, was man denn machen soll, einfach mal nach Google. Wirklich Raspberry Pi und da, du kannst da so viel mitmachen. Ich bin da jedes Mal immer noch selbst überrascht, wo ich so, boah, da kannst du auch noch mitmachen. Und, oh, cool, ich mache da immer so was gern. Also gerne mal informieren und sich zur Not gerne mal den Raspberry Pi 4B holen. Mit 4 GB Arbeitsspeicher, allerdings echt nicht schlecht. Die haben auf jeden Fall zugelegt. Schöne Entscheidung, habt ihr, ja, schön gekauft. So, was wurde hier noch geholt? Das Nachtlichtsteckdose für Kinder, RGB. RGB-Lichter für im Dunkeln. Ist doch schön. Ne? Kann man sich die Farben einstellen. Und
leuchtet dann zumindest hoffentlich auch nicht so stark im Dunkeln, wenn man mal nachts irgendwie mal aufstehen muss. Genau. Ja, schöne Entscheidung. Und zu guter Letzt wurde sich noch das Fahrradreparaturset gekauft. Kann man immer mal gebrauchen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, irgendwas losmachen, festmachen. Wenn irgendwelche kleinen Reparaturen stattfinden müssen, hat man hoffentlich alles dabei. Ich hoffe, das funktioniert alles so und geht nicht so schnell kaputt. Sieht eigentlich gut aus. 4,5 Sterne, 68 Bewertung. Sieht gut aus. Ja, das war es erstmal gewesen von den ganzen Sachen. Es wurden noch so 2-3 Sachen mehr bestellt. Aber wie gesagt, 25 Bestellungen gab es dieses Jahr. Das kann ich euch sagen. Also insgesamt gab es 25 Bestellungen. Wie gesagt, die ganzen Produkte verlinke ich euch nochmal gerne in der Beschreibung, falls ihr selber Bock zu habt, zu gucken. Und genau. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das waren die ganzen Amazon-Sachen. Mal gucken, vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwie ein anderes Video nächstes Jahr. Je nachdem, wie viel darüber bestellt wurde. Wie gesagt, kostet euch nicht mehr. Und ihr unterstützt zum Beispiel andere Streamer, andere YouTuber, mich, wen auch immer, wo ihr gerade Bock zu habt, weil viele YouTuber oder so haben irgendeinen Affiliate-Link unterm Stream bzw. in der Beschreibung, unterm Video, würde ich sagen. Und alles. Genau. Deswegen. Ja. Das war es eigentlich gewesen für 2020. Dankeschön auf jeden Fall. Ich hoffe, 2021 wird besser. 2020, wie gesagt, war bei mir ein durchwachsenes Jahr. Es waren viele positive Sachen dabei. Wirklich sehr viele positive Sachen. Klar, die negativen Sachen hast du halt auch immer dazwischen. Aber ich sag mal, es war ein schöner Ausgleich. Die negativen Sachen wurden von den positiven Sachen bei mir gut ausgeglichen, sagen wir mal so. Also, klar, für viele oder für einige war es halt ein richtig beschissenes Jahr, für andere war es ein durchwachsenes Jahr. 2020 war halt kein einfaches Jahr und musste man halt durch. Ne? Musste halt durch. Geht halt nicht anders. Und 2021 sieht positiver aus. Ich gehe ganz stark davon aus, 2021 sieht positiver aus, dass wir wieder, ja, ich sag mal, in Richtung Normalität wieder kommen und alles. Und das wird wieder alles besser. Da braucht ihr keine Angst haben. Das wird wieder alles. Genau. Deswegen. Ich hoffe, bei euch war 2020 alles in Ordnung gewesen. Ihr seid gut durchgekommen, auch wenn es in ein oder anderen Sachen bestimmt beschissen war. Ja, machst du nix. Aber ich kann euch sagen, so doof es halt klingt, ihr seid halt nicht die Einzigen gewesen. Es sind halt sehr viele, bei denen es halt nicht so berauschend lief und alles. Und es wird wieder besser. Nach jedem Tief kommt immer ein Hoch. Ja, ist halt. Ich habe selber schon überall durch und ich weiß, was ich von was ich rede und so, ja, ne. Klar, jeder steckt immer in anderen Sachen drin, aber ja, doch, hier schweife ich schon wieder ab, jetzt laber ich schon wieder einfach. Deswegen, lass den Kopf nicht hängen, 2021 muss besser werden. 2020 ist halt. Vergessen wir einfach, so hab's gar nicht. Ist ausgefallen dieses Jahr irgendwie. Dieses Jahr 2020 ausgefallen, klingt auch gut. 2021 wird auf jeden Fall besser. Deswegen, ich wünsche euch sehr viel Gesundheit. Für alle. Sehr viel Frieden. Am besten kompletter Frieden. So, hört euch auf, die Köpfe einzuschlagen. Akzeptiert einfach, wie es ist. Und, also, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, freut euch mit den Sachen, die ihr habt. So, und haut euch nicht gegenseitig die Köpfe ein. Das bringt keinem was. Ne, so, versucht irgendwie freundlich, nett und zuvorkommend gegenüber anderen Leuten zu sein. Weil ein Lächeln bringt immer mehr als irgendwie, weiß ich nicht, einen eingeschlagenen Kopf. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Deswegen reicht euch die Hände. Okay, vielleicht momentan jetzt nicht. Mit ein bisschen Abstand die Hände reichen. Aber wenn wir ganz viel Glück haben, wird es 2021 besser. Und dann kann man sich auch gegenseitig wieder vernünftig die Hände reichen. Deswegen, das haut auch schon wieder alles hin. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass alles besser läuft. Auch in Hand. Dass Hand besser läuft. Dass Hand zum Beispiel mal wieder ein Patch bekommt, wo man vernünftig, weiß ich nicht, keine FPS-Lags hat oder so. Oder generell, was ich mir generell auch für Hand wünsche, sind Custom-Server, weil ich möchte gerne auch mal mit euch zusammenspielen. So, versteht ihr? So eine große Community-Runde zu machen, wo dann irgendwie jeder drin ist, wo ich sage, passt mal auf Leute, wer Bock hat, kommt einfach mal mit rein, hier in die Runde oder so und dann redet man zum Beispiel nur in-game. Ne? Man nutzt dann halt keinen Discord, keinen Teamspeak oder irgendwas, sondern man redet halt in-game, damit die anderen halt auch noch
So, ne, das ist ja noch so ein extra Spannungsfaktor, den man ja heute normalerweise gar nicht mehr großartig hat, außer man spielt damit ja Randoms, dass man halt in-game irgendwie redet oder schreibt, sondern dass man einfach nur den In-Game-Chat benutzt. Ich kann mir da vorstellen, dass da echt einige lustige Runden bei rumkommen. Deswegen, Crytek bringt Custom-Server raus, ganz wichtig. So. Ja, jetzt bin ich bei einer halben Stunde. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, welches Video ich hier hinten alles dranhänge. Oh je, eine halbe Stunde. Toll. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön auf jeden Fall auch an alle Mitspieler, die mit mir das alles hier das ganze Jahr durchgelebt haben und erlebt haben und mitgemacht haben und alles. Dankeschön an alle. Ich möchte jetzt namentlich eigentlich keinen wirklich aufsehen, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendjemanden vergesse. Deswegen Dankeschön an alle, die mit mir an alles irgendwie rumgewerkelt, gespielt haben, die mitgemacht haben. Dankeschön. Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr immer noch Bock dazu habt, mit mir irgendwelche Sachen zu machen, irgendwas aufzunehmen oder so, weil ich habe Bock dazu. Und mit mehreren Leuten macht es halt auch immer mehr Spaß. Klar, irgendwelche Singleplayer-Let's Plays machen mir auch Spaß, aber Multiplayer-Sachen machen mir halt auch Spaß. Wenn man sich halt mal irgendwie aufregt über irgendwelche Sachen oder wenn man Spaß oder lacht oder irgendwie oder ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen Dankeschön an alle meine Mitspieler, die mitgemacht haben, die jeglichen Quatsch von mir miterlebt haben. Und ja, Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön an meine Zuschauer, dass ihr da zugeschaut habt. An unsere Zuschauer. Ist ja nicht nur meine, es sind ja auch unsere Zuschauer. Ist auch wir sind ja alle zusammen. So, wir machen einfach alles. Ne? Deswegen danke an euch. Jetzt muss ich zum Ende kommen, sonst quatsche ich mich am Ende wieder komplett kaputt. Und das Video geht nochmal 2 Stunden, weil ich mich nur verabschiede. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins Jahr 2021. Lasst den Kopf nicht hängen. 2021 wird besser. Wenn doofe Sachen dieses Jahr passiert sind, sie liegen hinter uns. Ganz wichtig. Sie liegen hinter uns. Und nach vorne geht's immer. Es geht immer weiter und es kann nur besser werden. Ganz wichtig. Sachen, die hinter uns liegen, sind hinter uns und neue Sachen kommen nach vorne und die sind besser. Ne? Deswegen Kopf nicht hängen lassen, durchatmen und ja, falls man doof ist, dann keine Ahnung, zockt man einfach mal eine runde Hand oder guckt sich eine Folge Hand an und danach sagen, ja, ist schon wieder vorbei alles und dann geht's weiter. Ne? Viel Gesundheit, ich wünsche euch sehr viel Erfolg, viel Frieden, viel Glück. Und alles, was man euch sonst so wünschen kann, generell. An allen. Zuschauer, Mitspieler von mir, allen. An alle Menschen. Einfach an alle. Hm? An alle Menschen. So. Dankeschön fürs Einschalten. Also eine Sache, was ich nur sagen wollte. Das wollte ich eigentlich vorhin noch hinzufügen. Ich habe ihm mal noch den Tab hier offen. Schaut auf jeden Fall auch gerne mal, falls ihr ihn noch nicht kennt, aber ihr solltet den garantiert kennen, beim Siegesmund vorbei. Weil den schaue ich auch immer sehr gerne. Den schaue ich schon seit GameStar damals. Habe ich den schon immer gefeiert, danach mit seinen Battlefield-Videos und jetzt mittlerweile mit Hand, weil er auch Hand so extrem feiert. Und ich habe jetzt sein Boss-Tutorial nochmal geguckt. Klar, viele Sachen kennt man einfach, aber viele Sachen sind da auch neu drin. Also nicht viele Sachen, aber ein paar Sachen sind da neu drin, wo man sich so denkt, so, ach so, so ist das. Ne? Der hat auf jeden Fall eine schöne Tutorial-Reihe mit 5 Videos momentan. Dort auch gerne mal reingucken und den einen oder anderen Tipp vielleicht noch ab mitnehmen, den man vielleicht noch gar nicht kannte oder so. Ist bei mir zum Beispiel auch so, wo man denkt so, ah, ja, das ist gut zu wissen, dankeschön. Auch wenn man Hand schon, beziehungsweise ich schon Hand irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Hand ich jetzt gespielt habe, 800 Stunden oder so. Naja, dort auch gerne mal bei ihm vorbeischauen und auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ne? Deswegen, dankeschön fürs Einschalten. Habt noch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ich wünsche euch weiterhin sehr viel Spaß bei meinen Videos, bei unseren Videos, bei den Videos, die einfach hier auf dem Kanal kommen. So, sonst auch gerne weiter verlinken, aber nur keine aggressive Werbung machen, sondern einfach nur Werbung machen oder so, beziehungsweise hingehen und sagen, hey, was guckst du denn so in deiner Freizeit? Ja, hier, guck mal, den oder das gucke ich gerne mal. Ne? Deswegen keine aggressive Werbung machen, sondern einfach nur Freunden, Bekannten oder so weitergeben, falls ihr mal gefragt werdet oder so. Ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt kann ich mich ja nicht verabschieden. Tschüss. Abschalten. Ganz wichtig. Tschüss.